So, hallo meine Lieben. Und zwar, ich muss euch unbedingt was mitteilen. Ich habe heute, also was heißt heute, ich habe vor ein paar Tagen mal einen Bericht gesehen im Fernsehen. Den fand ich irgendwie so spannend, den muss ich mit euch teilen. Kommt selten vor. Und zwar nennt sich das Ganze, ich habe danach nochmal gegoogelt über das Thema, das nennt sich die Systematik diskriminierenden Verhaltens gegenüber unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. So, und zwar geht es darum, dass wir Menschen psychologisch Menschen uns gegenüber immer in, es gibt vier Kategorien, und zwar ist es Freund, Feind, und die unterteilen wir jeweils noch in fähig und unfähig. Also es gibt dann den fähigen Freund, den unfähigen Freund, den fähigen Feind und den unfähigen Feind. So, und je nachdem, wo wir jemanden gegenüber uns eingliedern und einsortieren, beurteilen wir und verhalten wir uns den Menschen gegenüber. Und ich fand es ganz spannend in einer Sache gegenüber. Man hat da eben das Beispiel des fähigen Feindes genommen. Ich erzähle euch das gern deswegen, weil ich glaube, dass das gerade in der heutigen gesellschaftlichen Welt, wo ich auch dann doch immer höre, Probleme in der Arbeit, man wird schikaniert oder gemobbt oder diskriminiert. In dem Zusammenhang fand ich das so dahingehend spannend, weil diese Theorie besagt nämlich, oder diese Erkenntnis besagt nämlich, da wir die Menschen ja so eingliedern oder einschätzen und uns dementsprechend verhalten, man hat das Beispiel des fähigen Feindes genommen. Und zwar heißt es nur so, dass letzten Endes, wenn ich einem Person gegenüberstehe und nur wenn ich diesen Konkurrenten oder Mitbewerber, er ist in dem Fall für mich der Feind, Konkurrenz, Mitbewerber, nur wenn ich diesen als fähig betrachte, gehe ich einen entsprechenden Konfrontationskurs. Das heißt, im Umkehrschluss ist es ganz spannend dahingehend. Das heißt nämlich, immer wenn jemand einen anderen mobbt oder schikaniert, ist das im Umkehrschluss nichts anderes als ein Eingeständnis, dass man ihn für fähig erklärt. Und das glaube ich, dass dieses Wissen im Hintergrund immer jemandem im Leben, glaube ich, ganz, ganz viel erleichtern könnte. Wenn da also jemand ist, der einen immer ans Bein pinkeln will, ich habe ja auch ein ähnliches Beispiel gerade oder eine ähnliche Situation, ist es doch nur ein Eingeständnis, dass diese Person dich als fähig betrachtet. Denn wenn diese Person dich als unfähig betrachten würde, würde sie es gar nicht für notwendig halten, dich zu bekämpfen. Ich finde diese Denkweise total spannend und finde ich ganz toll. Und deswegen wollte ich einfach mit euch mal teilen. Macht euch mal Gedanken dazu. Da steckt schon was dahinter. Also wenn ich jemanden, also diese vier Punkte eben, da war dann noch, dass wir anderen Menschen gegenüber eben das Bedürfnis haben, denen zu helfen. Das war dann eben der unfähige Freund. Also sprich, da waren dann zum Beispiel Obdachlose oder körperlich oder geistig Behinderte oder Kranke. Die stufen wir meistens dann als unfähigen Freund ein. Da haben wir dann ein gewisses Hilfsbedürfnis. Und dann eben den fähigen Feind. Finde ich ganz spannend. Also wenn ihr nächstes Mal irgendwo Problem mit jemandem habt, oder der euch schlecht macht oder irgendwie anders versucht klein zu machen, denkt einfach mal dran. Ist nur ein Zeichen dafür, dass euch die Person als fähig betrachtet. Denn wenn sie euch als unfähig betrachten würde, würde sie es gar nicht für nötig halten, euch zu bekämpfen. Denkt da mal drüber nach. Ich finde diese Idee ganz spannend und wollte die einfach mal mit euch teilen. Denn ja, ich fand das klasse. Ne? So mal dazu. Ich bin mal noch in meinem Hotel hier. Gut, ansonsten euch noch einen schönen 1. Mai-Tag. Genießt den Feiertag und denkt nächstes Mal einfach dran, wenn euch irgendjemand dumm anmacht, über die Theorie. Sag euch gerne mal, wie die heißt. Moment, da könnt ihr auch selber mal online schauen. Die nennt sich die Systematik diskriminierenden Verhaltens gegenüber unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Gibt es übrigens eine Ausarbeitung im Internet von der Universität Bielefeld. Also ich habe gegoogelt nach Freund, Feind, fähig, unfähig und dann kam dieses. Ja, also dann, euch noch einen schönen 1. Mai. Alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao.